Tag 2 im Gerät turnen und da wurden die eleganten Ladies von den Turnzwergen abgelöst. Hier zählte neben Eleganz und Kraft, na klar, wieder das Teamwork. Während es am Vortag eher ruhiger war, ging hier teilweise richtig der Punk ab. Alle wollten aus ihren Teamkolleginnen und Kollegen das Letzte rauskitzeln. Ja, es sind halt alle zusammen und es ist eben das gesamte Ergebnis, nicht nur von einem. Ja, Teamgeist. Geturnt wurde auf 3 Gerätebahnen mit jeweils 3 Prüfungen hintereinander. Jeder der 5 Teammitglieder musste dann zum Beispiel auf Reck, dann zum Boden und zum Schluss über den Bock. Besonders speziell ist die Bahn C, denn da zählte die Synchronität und vor allem das Timing. Da kommt es ja auf Synchronität drauf an und das ist etwas, was dann den Teamgeist auch steigert und wo man wirklich schon in der Vorbereitung ganz, ganz lange miteinander etwas machen muss, Mannschaftsgeist gefördert wird, Teamgeist gefördert wird. Und diese Teams waren teilweise gemischt. Bei welchem Geschlecht angetreten wurde, entschied die Überzahl. Sprich, waren 3 Mädchen in der Mannschaft, wurde bei den Mädels geturnt. Ich hätte auch gerne früher mit Mädchen durchaus den einen oder anderen Wettkampf bestritten. Beim Völkerball war das so, da hatte ich auch meine Freude. Und warum sollte es beim Turnen nicht auch gelingen? Dieser Wettbewerb also ganz, ganz speziell. Unter anderem sah man ganz ungewohnterweise die Jungs auf dem Schwebebalken und dann wurde auch noch die Stange hochgeklettert, abgefahren. So ist eben Jugend trainiert für Olympia. Ich finde das toll, dass es keine olympische Disziplin ist, sondern dass es eine Kombination ist aus reckbaren Schwebebalken und aber auch diese Sonderprüfungen, die auch besonders den Kindern immer sehr, sehr viel Spaß machen. Das merkt man immer, wenn die Kinder sich dort gegenseitig anfeuern und loben und versuchen zu pushen, dass man schnell in die Luft bzw. in die Weite kommt. Mitfiebern und zusammen freuen. Nicht nur als Turnriege, manchmal auch als Familie. Philipp und Theo sind Zwillinge und die Vorteile davon liegen klar auf der Hand. Wenn jetzt zum Beispiel der eine verletzt ist, kann der andere auch mal zweimal touren. Es wurde aber nicht nur zusammen gewonnen, es wurde auch getröstet, wenn mal wieder was schief ging. Am nächsten Gerät müssen sie auch gut wieder touren und wenn sie dann schlecht gelaunt sind, dann bringt es halt nichts. Und immer lächeln bei den Kampfrichtern. Die Halle glich teilweise einem Tollhaus und als Finale obendrauf gab es nach dem Turnen im Parcours die große Staffel und da brannte endgültig die Hütte. Aus dem großen Durcheinander wieselten sich dann aber auch noch 2 Sieger durch. Bei den Mädels gewann Baden-Württemberg. Und bei den Jungs siegte Bayern. Ja, wir wurden ja letztes Jahr auch schon Bundessieger und deswegen hatten wir uns eigentlich große Chancen erhofft. Ja. Turnen bei Jugend trainiert anders als gewohnt, aber genau das macht richtig Bock.